So, ich bin jetzt hier fast an der Venue angekommen. Broadcast heißt die. Das war echt kein weiter Weg vom Hotel aus, aber einer der unangenehmsten, weil es A, super dunkel ist, B, es keinen Bürgersteig gibt, C, es keine Gullideckel gibt. Das heißt, alle paar Meter ist irgendwo ein dunkles, schwarzes Loch, wo es einfach anderthalb Meter steil runtergeht. Und jeder beschissene Straßenköter, der mir über den Weg gelaufen ist, hat mich angekläfft und ist mir hinterhergelaufen. Ich hatte echt Schiss, dass mich eins von den Mistviechern beißt. Aber ich müsste jetzt wirklich gleich da sein. Ich bin echt gespannt. Ich mach mal aus, ich will nicht sofort mit dem Ding in der Hand da ankommen. Es ist jetzt ungefähr 2 Minuten, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe und ich habe schon die Band kennengelernt. Ja. Die Venue sieht auch sau cool aus. Zauberpilze an der Wand. Und es gibt Merchandise vom Feinsten. Ja, hier stehe ich einfach so ein bisschen blöd vor der Venue rum und filme ein bisschen, beobachte die ganze Szenerie. Was jetzt hier gerade passiert ist, dass die Band The Disland umsonst Bandana in die ersten 50 Besucher verteilt. Ich habe auch eins bekommen, was super cool ist. Und ja, alle warten jetzt so ein bisschen darauf, dass die Show anfängt. Und währenddessen kommen halt immer mehr Kids auf ihren Motorbikes an. Ich würde sagen, dass also 90%, wenn nicht mehr, der Leute mit halt Rollern ankommen. Ein paar werden mit dem Auto abgeliefert, aber es kommt eigentlich niemand zu Fuß. Hier spreche ich gerade mit meinem neuen Kumpel Echo, den ich über einen gemeinsamen Freund aus Cebu kennengelernt habe. Und Echo bucht für verschiedene Venues die Bands, das heißt, er ist ein super guter erster Kontakt hier auf der Insel. Und ja, jetzt gerade erzählt er die Geschichte, wie er an Punkrock und ans Musikmachen gekommen ist. Und das ist ein bisschen lustig, wenn auch nicht ganz untypisch. When I was high school, because I saw my friend surrounded by chicks, you know. Now I have to play guitar so I can get surrounded also. But everyone play pop and I play punk. I didn't get the girl. That's a classic story. I still playing, and then my friend who played so good, oh, they playing like Yngwie, Metallica, and they stopped playing. And I came to Bandung 20 years later, and then I brought my guitar with leather jacket, like, okay, I keep playing, and then like, no need to be good. So, jetzt geht es los hier. Jetzt spielt die Opener-Band Ripper Clown und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein besonderes Faible für Clowns habe, vor allen Dingen die, die singen. Deswegen finde ich den Act besonders cool und ja, einen kleinen Einblick gibt's jetzt. Das wird ein bisschen sehen. Wir frittieren die Bums im Bock. This is punk rock from Bali.
Also zwischen den jeweiligen Bands habe ich die Kamera meistens ausgehabt und mich darauf konzentriert, mich ein bisschen mit den Leuten dort zu unterhalten und zusammen mit denen ja, zu quatschen, Bier zu trinken, ein paar Fotos zu machen und so. Und so kam es, dass ich fast die letzte Band, also die Hauptband The Disland, verpasst hätte. Aber ich bin ganz froh, dass das nicht passiert ist, weil es war echt nochmal eine Mordsparty und ich hätte nicht gedacht, dass es hier nochmal eine Steigerung gibt, aber hier seht selbst. Ich hoffe, dass ich mit dem Video einen ganz guten ersten Einblick in die Punkrock-Szene hier auf Bali vermitteln konnte. Und ich werde die ganzen Bands und auch die Venue unten verlinken, so dass ihr es einfacher habt, euch die Bands anzuschauen oder halt auch in die Venue zu gehen, wenn ihr mal hier sein solltet. Und natürlich abonnieren und Daumen hoch drücken nicht vergessen.